Meine sehr geehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Freundinnen und Freunde, ganz Österreich hat in den letzten Tagen über die Aussagen von Norbert Hofer, der freiheitliche Kandidat für Bundespräsidentschaftswahl in Österreich, geredet. Insbesondere über seine Aussagen bezüglich Flüchtlinge und bezüglich Umgang der Musliminnen und Muslime allgemein mit alten Menschen. Und damit wir fair sind, zeigen wir erst seine Aussagen und nachher reden wir kurz darüber. Und jetzt ist Norbert Hofer am Ende. Und ich frage mich jetzt auch im Asylbereich, wo sind die vielen Gehirnchirurgen, Diplomingenieure, die man uns versprochen hat? Da heißt immer, wir brauchen diese Menschen im Pflegebereich. Kennt ihr einen Moslem, der im Pflegebereich arbeitet, der bereit ist, unseren Senioren vielleicht die Windel zu wechseln? Ich kenne das nicht. Liebe Freundinnen und Freunde, Norbert Hofer fragt sich, wo sind die Akademiker bei den Flüchtlingen? Wo sind die Ärztinnen und Ärzte? Wo sind die Diplom-Ingenieure? Bitte gehen Sie, Herr Hofer, zu den österreichischen Universitäten. Gehen Sie zur Wirtschaftskammer, gehen Sie zum Wirtschaftsministerium. Und dort werden Sie unterrichtet, dass Hunderte von Akademikerinnen und Akademikern tagtäglich kommen und versuchen, ihre Nostrifizierung zu bekommen und ihr Studium anerkennen zu lassen. Allein in Wien gibt es Dutzende bis Hunderte Diplom-Ingenieure. Alleine die Syrerinnen und Syrer sind schon eine Gemeinschaft von Ingenieure und von Ärzte und von Rechtsanwälten. Alle versuchen tagtäglich in diesen Arbeitsmarkt zu kommen und sehr viel Bürokratie verhindert sie, schneller integriert zu werden. Man hätte erwartet, von Ihnen als Kandidat für die Präsidentschaft für diese Leute zu stehen und zu sagen, dass sie schneller ihre Rechte bekommen, um viel schneller hier in den Arbeitsmarkt zu kommen. Viele Ärzte verlassen sogar Österreich und gehen nach Deutschland, weil dort ist viel leichter die Möglichkeit, schneller in die Arbeitswelt zu kommen. Viele Ärztinnen und Ärzte würden sogar in Pflegedienste kommen, um im Kontakt zu bleiben mit dem Beruf. Viele Diplom-Ingenieure würden auch als Zeichnerinnen und Zeichner anfangen, um ebenfalls im technischen Büro arbeiten zu können. Ich kann Sie mit diesen Leuten auch persönlich bekannt machen. Und wenn Sie diese Chance ergreifen wollen, stehe ich persönlich gerne zur Verfügung. Und jetzt kommen wir zum muslimischen Pflegepersonal. Herr Hofer kennt angeblich überhaupt keine Muslimin oder Muslim, die bereit wären, für Senioren Windel zu wechseln, laut seinen Aussagen. Allein diese Aussage ist eine Beleidigung für die alten Menschen, weil Herr Hofer, das heißt nicht Windelwechsel, sondern heißt es Inkontinenzversorgung, IKV. Und das müssten wir doch alle wissen. Und zweitens, Hunderte von muslimischen Krankenpfleger und Altenpfleger sind unterwegs in allen Spitälern in Österreich. Auch nicht nur Bosnier, wie Sie gesagt haben, bei Armin Wolf in ZIB 2, sondern aus vielen anderen muslimischen Ländern ursprünglich und jetzt sind alle stolze Österreicher, insbesondere aus Nordafrika und zum Beispiel aus Tunesien. Diese Leute verdienen eine klare Entschuldigung von Ihnen, egal welches Ergebnis diese Wahlen überhaupt bringen, weil das ist wirklich eine unglaublich und unfeuere Aussage. Auch Ihre Behauptung, streng gläubige Muslime würden nicht das machen, ist auch eine Katastrophe. Und da kennen Sie sich auch mit dem Islam überhaupt nicht aus. Gerade praktizierende Musliminnen und Muslime, wenn sie im Krankenpflegerbereich arbeiten, dann natürlich dürfen Männer die Frauen berühren und Frauen die Männer berühren. Ja, umgekehrt, das ist ihre Pflicht, in diese Arbeit bestmöglich zu machen im Sinne der Patientinnen und Patienten.
Und nachher fangen sie immer mit ihrem Burka-Spiel an. Gehen wir zusammen nach Otterkring und machen wir diese Suche nach Burka-Frauen und werden sie sehen, dass sie kaum eine dort finden. Und da bin ich bereit, mit ihnen persönlich auch in Otterkring zusammenzufahren oder spazieren zu gehen. Daher, liebe Freundinnen und Freunde, ist es nicht egal, wer nach dem 4. Dezember in Österreich als Bundespräsident sein wird. Bitte unbedingt in allen Kreisen, bei allen Ihre Freundinnen und Freunde, Familie, Nachbarn mobilisieren und Herrn Alexander Van der Bellen die Stimme geben. Es ist sehr wichtig und nicht egal, wer an diesem Tag und nach diesem Tag in der Hofburg sitzen wird. Was wir wollen, ist ein demokratisches, offenes, helles Österreich und nicht ein Österreich, die den Weg ebnet für sehr viele Rechtsextremisten in Europa, die auf ihre Regierungszeit eigentlich warten. Ich wünsche uns allen alles Gute und bitte bleiben wir dran und wir werden gemeinsam am 4. Dezember am Abend eine Neuigkeit in Österreich und einen neuen Präsidenten Van der Bellen gemeinsam feiern. Alles, alles Liebe und herzlichen Dank.